Yo, yeah! Und willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. So, da sind wir mit dem Spezi. Ich warte noch Yo. ein paar Minuten. Ey, S-Vitor hat sich einfach geschlossen. Ich hab's gesehen, du bist einfach rausgeflogen. Warum? Also ich habe jetzt schon spekuliert, ob du jetzt einmal ausrasten bist oder. Spekuliert oder spekuliert? Bezirkuliert. Oh fuck, mein Fenster ist offen. Denn was? Oh man. Oh man. So. Da hören wir es, Vitor. Und jetzt kommt erstmal eine Werbung. Mein Spaß. So Leute, und jetzt kommt die eine Minute Ad. Okay, ja. Das wird das Video der Auflösung sein des Giveaways. Ich werde es trotzdem, also wir werden es als Stream machen, einmal für die Leute, falls wer noch reinkommen möchte und es einfach live sehen möchte. Dass es alles korrekt ist und nicht gecuttet wird, damit wer anders gewinnt. Zweitens, wenn wir hier noch ein kurzes Giveaway, denke ich mal, noch machen. So, keine Ahnung, 5 Millionen, 10 Millionen kommen vielleicht noch raus. Und dann wird das direkt auf Twitch, von Twitch auf YouTube hochgeladen. Also ganz easy. Ja. Genau. Also, wir haben, der Spezi Nishizumi und ich haben ja mal so 10 Hyperkisten geöffnet und uns gedacht, so, ja komm, wir verschenken ein paar Items. Oh mein. Ah, mein Nacken gerade. Oh fuck. Fast mein Genick gebrochen. Letzte Woche. Mann. Und wir haben uns jeder entschieden, 15 goldene Items zu verschenken. Das macht insgesamt 30 goldene Items. Danke für die Rechnung. Und ja, ihr hattet vom 28. Juli etwa bis zum 19.8. Zeit, um daran teilzunehmen. Das Ganze ging über YouTube, über ein Video. Yo, yeah! Yo, yeah! Wir haben einen neuen Follower. Follower. Und es ist Nick Nock. Dankeschön. Hello there, Scharfesser. Moin, Mies. Dankeschön fürs Vorbeischauen und für den Follow. Und mein Charakter ist hier in der Vorschau fehlerhaft angezeigt. Ja, und das ging ganz einfach. Man musste einfach unter eines der Kommentare, unter dem Video mit einer Zahl von 1 bis 100 und dem eigenen Charakternamen kommentieren. Das haben zwar leider trotz Anweisung einige Leute nicht ganz so gecheckt. Die haben dann letztendlich Pech gehabt, auch wenn ich es denen nochmal geschrieben habe und die es vielleicht nicht richtig gemacht haben. Wer seinen Charakternamen nicht direkt hinter gemacht hat, aber einen extra Kommentar dazu geschrieben hat, ist okay. Solange wir euren Charakternamen haben, können wir damit leben. Und ja, Spitzi, was gibt's von deiner Seite aus? Also ich hoffe, alle eure Charaktere heißen Spezi Nishizumi. Und sonst habe ich nichts zu sagen. Nein, Spaß. Okay. Oh, da Oh, ist er wieder. Bär. Das hatte dein Bruder auch. Geil. Ich glaube, da musst du das Spiel neu starten. Bitteschön. Wirklich? Wirklich? Ich muss das Game neu starten? Okay. Aber What the S-Video fuck? ist ja super bugfrei, das kann nicht sein. Stimmt, also auch vor allem die Patches, die liefen bis jetzt einwandfrei alle. Ja, noch nie gab es Verlängerungen oder Bugs am Patch Day, also ja, easy peasy, Vor ne? allem nicht bei dir. So. Okay. Wir sehen, dass wir hier schon mal ein paar Leute haben. So, wenn es jetzt nicht startet, dann machen wir einfach erst die Auflösung und dann gucken wir, ob es später startet. Ansonsten egal. Ihr wisst alle, dass ich die Giveaway-Items immer losschicke. Ich glaube, da steht nichts zur Debatte. Ja. Hier sehen wir das Video. 477 Aufrufe, 17 Likes, 2 Dislikes. Warum? 555 Kommentare. Ja, ist doch ganz okay, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ein paar der Items wurden noch gar nicht so stark kommentiert. Ihr dürft jetzt übrigens auch nicht mehr kommentieren. Da zählt nichts mehr rein.
Und ja, grundsätzlich sehen wir hier diese Kommentare, so wie Rüstungsherr des Revanita Beschützer ist. Und da musste man einfach. Wir haben auch alle Kommentare mit dem Herz versehen, dass man wusste, welche das sind. Und da musste man dann einfach nur mit einer Zahl von 1 bis 100 und dem eigenen Charakternamen kommentieren. Und ja, das war es eigentlich schon. Und das wird jetzt per Zufallsgenerator aufgelöst. Ich sag's euch jetzt, wenn SVTOR jetzt nochmal abkackt, dann ist mir das egal, dann schicke ich die Items danach irgendwann los, wenn das Giveaway erst aufgelöst ist. Aber lasst mich doch mal wissen, wie es bei euch so läuft, so wie lange ihr so SVTOR zockt. Seit dem 9.8. habe ich mein 9-jähriges Jubiläum. Das heißt, ich spiele seit 9 Jahren SVTOR. Und nicht zu vergessen, ich habe nie mit SVTOR, ich habe nie SVTOR gequittet, ne? Also schon leicht süchtig, aber ist okay, ist okay. Ja. Leicht. Keine Angst, das ist kein Wasser, das ist Wodka. Ja, leert. Wir Okay. sind alle leichtsüchtig, besonders dein Bruder. Leichtsüchtig? Was süchtig? Leichtsüchtig. Es weht doch Leichtsüchtig. Ach so, leicht. von der Twitter. Ja, da lässt er sich immer sehr in den Bann ziehen, ne? Oh man. Mit mal, ja. Oh man. Nein. Ah, So. Scharfesser. Ha? Was? Übrigens, Scharfesser, wie ist dein Dekopaket? Hast Was du dich geschenkt damit bekommen? schon vergnügt? Ja, er hat ein Dekopaket von mir gewonnen. Boah. Chillig. So, okay. Wir fangen gleich mit meinen Items zuerst an. So wie sie in dem Inventar bei mir angeordnet sind. Und das wird halt folgendermaßen ablaufen. Ich werde einfach eine Zahl von 1 bis 100 zufällig losen lassen. Es zählt die Zahl, die am nächsten dran ist. Wenn einer eine Zahl drunter oder drüber oder halt im gleichen Abstand einer drunter, einer drüber ist, gewinnt der, der die Zahl drüber ist. Und wenn zwei die gleiche Zahl haben, die gewonnen hat, dann zählt der, der die Zahl zuerst geschrieben hat. Das sind so meine Regeln. Jeder Spieler kann mehrere Giveaways gewinnen, dann hat er eben Glück gehabt. Und wer gar keinen Kommentar dazu geschrieben hat, wie sein Charakter heißt und hier auch im Stream nicht dabei ist, wobei, nee, das zählt auch nicht, würde ich sagen. Außer YouTube und Twitch-Name sind gleich. Ist unwahrscheinlich, aber dann wird halt eben neu ausgelost oder für ein nächstes Giveaway genommen. Das steht uns zur Entscheidung. Oder So. wir behalten es. Genau. Okay, dann würde ich sagen, bewegen wir uns. Ihr seht gerade zwar noch mein Google Chrome, ich bewege mich nur mit meinem Charakter schon mal Richtung Whirlpool und dem Laderaum. Also unser erstes Item wird die Vectron Colette sein. Ich werde sie euch alle zeigen, wenn ich alles ausgelost habe. Sonst wird das ein bisschen zu viel hin und her mit dem ganzen ja, Streamlabs und so weiter sein. Und manchmal stürzt das gerne ab. So, okay, Vectron Colette. So, oh, jetzt bereits muss ich mal nachschauen. Oh, sagen, Scrollgeschichte seit 2 Jahren. Okay, habe ich es auch nie, aber immer längere Pausen. Irgendwann 2013. General Kenobi übrigens. Solos, ja, habe ich gehört, die laufen, aber es wird für mich heute, glaube ich, nichts. Daywalker. Okay. Also, wir fangen an mit dem Vectron Colette. Okay, hier haben wir den Vectron Colette. 16 Antworten. Gucken wir, dass erstmal alle hier angezeigt werden. So. Okay. Also, ich wünsche euch ganz viel Erfolg, wer auch immer das gewonnen hat. Q mal Solo. Ich kann jetzt nicht Solo queuen. Ich muss das Auflösungsvideo machen. Muss ich noch ein paar Sachen machen und dann vielleicht. Okay, legen wir los. Also die Zahl, die wir hier sehen, die Zufallszahl 4, die zählt noch nicht. Erst wenn ich auf Generieren klicke und das werde ich jetzt machen. Es ist die 14. Okay, wer ist. Oh, einer ist schon direkt Oh. drauf. Der Impact LP. Man, ich glaube, da brauche ich fast gar nicht mehr weitergucken.
Okay, der Ja. Impact LP Deston gewinnt. Okay, ich mache mir mal schnell einen Editor auf. Okay, Vectron Colette Impact LP 14 Deston. So. Gut, kopiere ich direkt raus. Kann ich keinen Fehler machen. So. Okay, dann Gratulation. Ich weiß nicht, ob er hier ist. Ist auch schon lange dabei. So. Okay. So, muss mal kurz hier speichern das Dokument, bevor hier irgendwas abstürzt. Okay, dann kommen wir mal gleich zum nächsten Item. Und das ist der analoge Lastenheber. So, der analoge Lastenheber. Da haben wir ihn direkt darüber. 13 Antworten. Okay, übrigens berichtigt mich, wenn ihr irgendwie einen Fehler seht. Und welche Zahl wird es sein? Wir kriegen die 83. Okay, wir haben eine 83. 75. 84. Ich glaube, das wird es gewesen sein. 38. Dann ist es der Flynn mit der 84. Herzlichen Glückwunsch zu diesem wunderschönen Item. Absolut. Es ist kein Problem, wenn ich das auch aufschreibe. Ja. So, dann ich den mal gleich als Herzchen markieren. Okay, und dann haben wir schon den nächsten Gewinner. Also, das nächste Item ist der umbaranische Spinnenpanzer. Hat fast keiner mit daran teilgenommen, soweit ich weiß. Spinnen und eines der teuersten Items sogar gewesen. So, nochmal. Sechs Antworten. What? Wieso? Wieso? Okay, ich bin mal gespannt. Okay. 20. Und wir haben eine 31, 11, ah, 19. Oh. Okay, und es ist die 31, die gewonnen hat. Der Marcel Lamp, Powder Blue. Jetzt hat er gewonnen. Jetzt hat er gewonnen. So, 20. Genau, da kenne ich den Charakternamen sogar. So, okay. Also nichts gegen den guten alten Morphin, aber warum nimmt man die 1? Also ist nicht eine Es Zahl in geht der halt nur nach Mitte. oben, ne? Es geht halt nur nach oben, ne? Okay. Dann haben wir auch den schon aufgelöst, den umbaranischen Spinnpanzer. Jetzt kommt der Sumpfjäger Eggley. Der ist sogar mit 20 Antworten, glaube ich, eines der beliebtesten Items. Na, ah, nächste Tierführer hat 25. So, okay, Sumpfjäger Eggley. Ah, ich finde das immer spannend, ein paar neue Gesichter zu sehen, die ich danach nie wieder sehe. Und wir haben eine 60. Sie, wir haben schon mal Oh. eine 63 dabei. Okay, eine 69 dabei. Ja, 50, 23, 27. Ich glaube, es wird die 63 von Nicknock, der auch gerade gefollowt hat. Hat er sich natürlich besonders gut verdient. Yeah. Gratulation. Knock Nick. So. Geil. Ist auch ein ganz cooles Item. Kannst dich auf jeden Fall freuen.
Okay, dann haben wir den Flickweg-Schlinger. Der Flickweg-Schlinger mit 15 Antworten. Na, wie gesagt, man kann auch mehrmals gewinnen. Wenn jemand mehrmals gewinnt, hat er eben Glück gehabt. So, okay. Dann kommen wir zurück mit der 75. Wir haben eine 77 von Medesis, sehe ich direkt. Ich glaube, da wird keiner mehr rankommen. Ne, es ist Medesis mit der 77. So. Okay, dann. Wer ist der nächste glückliche Gewinner? Und es wird ein Gefährte sein, nämlich die P3KP Druidenrequisition. Die P3KP Druidenrequisition. 17 Antworten. Mal schauen. Wir haben, glaube ich, immer so einen gehabt, der ganz viel abgeräumt hat. Ich weiß gar nicht, wer es war. Okay, und es ist die. Schafesser. Ja, ich glaube, Schafesser. 86. So. Ah, 78. Oh, 90. 84. Ich glaube, es wird die 84 von Ishika sein. Flynn. Damit haben wir den ersten Doppelgewinner. So, mal kurz checken. Wir haben die 86. Mit 84 ist er am nächsten. Ja. Okay. Oha. So. So, was haben wir denn jetzt? Ich hätte fast vergessen, dazu zu schreiben, wer welches Item gewonnen hat. Das wäre nicht sehr lustig geworden. Oh Gott. Massenheber. So, jetzt haben wir es aber. So. Okay. Dann kommen wir zum nächsten Item. Es ist der persönliche Kampfwort Requisition. Und zwar ist es der, den man praktisch als Unterstützung im Flashpoint dabei hat, der einen immer heilt und so macht. Ich werde gerade angeschrieben, ob ich streame. Okay. So, nächstes Item, persönliche Kampfwort Droide. Ja, Requisition mal nicht. Haben wir hier 15 Antworten ebenfalls. So, mal sehen, ob hier wieder jemand doppelt gewinnt. Aber ich sehe immer gerne neue Gesichter. So, und es ist die 78. Schon wieder 78? Hatten wir das nicht gerade erst? 76 oder sowas? Okay, 78. 77. Wir haben eine 70. Ja, ich glaube, wir haben ein. Warte. Ich glaube, das wird spannend dieses Mal. Also 78. Aber wir haben eine 70, das ist 8 entfernt. Das ist schon mal weiter. Wir haben eine 82 mit 4 entfernt. Dann scheint es die 82 zu sein. Und es ist Dark Varia, ein neuer. So. Gut. Persönlicher Kampfbot. Dann steht auch der nächste Gewinner fest. Gratulation.
So, okay, nächstes Item ist die Maske des eigensinnigen Kriegers. So. 16 Antworten. Ich weiß gar nicht, wie viel es wert ist. Gucke ich gleich nochmal nach. Die letzte Woche war es nicht drin, wo ich geschaut habe. Vielleicht jetzt. Und wir werden jetzt den Gewinner auslosen. Und es ist die 21 mal wieder etwas niedrigeres. Okay, wen haben wir denn? Eine 31. Eine 22 haben wir. Das heißt, es kann eigentlich nur noch eine 21 gewinnen. So. Und es ist die 22 vom Weißer Löwe. So, Maske eigensinnigen. Okay. Yes, what? Okay, Maske des eigensinnigen Kriegers ist fertig. Okay, dann kommen wir zur Vollmaske des wiedergeborenen Malgus. Hat fast, glaube Fünf ich, kein Antworten. fünf Antworten, Mann. Wieso? Glaube, das ist das Wertvollste von allen, ne? Ja, ungefähr. Na, ich glaube, umbranischer Spinnenpanzer war noch mehr wert. Gut. Interessante Zahlen, 23, 42, 50, 31 und 70. Ich bin gespannt. So, dann kommt die nächste Zahl 65 und das sieht mir sehr nach Snapshot aus. Ja. Ja, it's me, Brian. Ah, auch einer, den man schon länger mal gesehen hat. Immer gut, 65. Dann haben wir Malgus 65. So, kommen wir zum nächsten Spaß. Bist du Brian? Nee. Oder hast du mehrere Accounts? Okay. Nächstes Item, nächstes Glück. Gewand des schrecklichen Oberherrn. Welches Item wird es sein? Wer wird es gewinnen? 12 Antworten. Mal schauen. Okay, Mechatronics habe ich noch gar nicht bekommen. 66, Execute Order 66, 94 hatte noch gar nicht. Man. Ach, ein Real-Life-Freund. Na, nice. Nice, das ist cool. So, jetzt haben wir die 66. Mal sehen, ob hier einer ein Klonkrieger-Fan hier ist. So, wir haben eine 68. Also. Ja, der ist 3 entfernt, der ist 2 entfernt, wieso? Welcher White Mode? Wo? Ach, das hier, oh. Kann man das ändern? Der ist sogar praktisch im Dark Mode drin, aber tut mir leid, das kann ich gerade nicht ändern. Sorry. Mit Okay. eurem Dark Mode, Alter. Wo denn? Irgendwo muss man doch den Himmel verdunkeln wegen euch. Wieder Weißer Löwe gewonnen, ne? Yes. So. Wo kann ich das denn ändern? Geht das? Mein Rechtsklick. Ne. Sagt mir Exclude from Dark Mode. Das heißt, der ist theoretisch im Dark Mode, aber. Ja, Leute, dann geht das eben nicht. Tut mir leid. Haben wir Pech gehabt. So, okay. Item ist durch. Nächstes Item noch, 5 bleiben übrig. Rüstungsset des Geistermagus. Auch ein recht beliebtes Item, meine ich. 16 Antworten. So, okay. Und die Zahl ist 99. Und ich glaube, wir haben unseren Mechatronics endlich dabei. Definitiv. Yes! Sehr gut.
Geistermagus. Was für eine Zahl, 99. Ich nicht geglaubt. So, okay. Dann sind wir bei mir schon fast durch. Dann kommen jetzt noch drei Rüstungssets und eine Klinge. Galvanisiertes Infanterie-Rüstungsset. So, haben wir 18 Antworten. Sieht auch ziemlich stark aus, meine ich. Gucken wir mal, welche Zahl wird es sein? 86 wieder. Okay, wen haben wir denn? Wir haben eine 84. Wir haben eine 85. 89, wo? Ich glaube, es ist die 85, ja? Ja. Es ist die 85 von It's Mert, der seinen Charakternamen nicht eingegeben hat. Ich hoffe, da steht noch was. So, geil, wenn ich dieses Rüstungsset. So, okay, mal schauen, ob er was geschrieben hat. Sieht nicht so aus. Wieso? 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 Er glaubt jetzt nicht, dass ich alle Items durchgehe, um zu gucken, ob er einmal seinen Charakternamen reingeschrieben hat. Also ich mache das nicht. Oh, ich mach das. Aber auch nur bei dem, Alter. Gucken wir. Sonst verlosen wir es nochmal über Discord. Okay, ja. Dann kommen wir zum nächsten Item, dem Revanita Beschützer Rüstungsset. Ein mega starkes Set, habe ich selber lange getragen. Ist sehr gut, um es mit verschiedenen Helmen und allem zu mixen. Man kann gute Färbemodule draufpacken. Und noch besser, man kann es gleich gewinnen. Mit der Nummer 50. Okay, wir haben einen 50er auf jeden Fall. Wir haben zwei 50er. Wir haben zwei 50er. Und der Gewinner ist. Ach, genau, und das ist wieder Itzmert. Und da hat er seinen Charakternamen Ah, geil. drin. Oh, wie geil ist das denn? Oh Mann, oh Mann. Glück gehabt. Ja, das sind die Regeln. Wer zuerst geschrieben hat, ja, der hat es dann gewonnen. So. Was für ein Glückspilz. Wahrscheinlich ist das einzige Rüstungsset, wo er mit dem Namen auch kommentiert hat. Stark. Nein, ich habe es jetzt nicht überall geliked. Wo ist sein Charaktername hinter, Alter? So, ich like das kurz. Für mich schreibt es auch in Klammern. Ich habe den Charakternamen auch in Klammern geschrieben, weil der es auch in Klammern geschrieben hat. Genau. Rüstungsset. Ich ihm mit Klammern los, ne? So, in Malgus war It's Me Brian. Snapshot. Von manchen Leuten kenne ich die Charaktere mittlerweile auswendig, weil die schon so oft gewonnen haben. Hier wieder cool mit Tarot. Persönlicher Kampfbot. Der Jena. P3KP. Warte. Ishika. So. Schlinger Medesis.
Eine Sekunde, gleich sind wir back. Nicknock, Knock, Nick. Ich glaube, er streamt sogar selber, wenn ich mich nicht täusche. Oder? Oder war das wer anders? Wahrscheinlich streamen alle davon, so verrückt wie die sind. Ich habe keine Ahnung. Okay. Gut. Kommen wir zum nächsten Item. Rüstungsset des Tempelhüters, welches ich gerade selber trage. Außer dem Helm. So, kommen wir zum Rüstungsset des Tempelhüters. 23 Antworten. Jetzt können wir gerne mal eine 69 würfeln, bitte. So, und es ist die 45. Wir haben eine Wow. 44 dabei. Von einem ohne Charakternamen. Wir haben eine 47. Wir haben eine 44 dabei mit jemandem mit Charakternamen. Das heißt, und der ist sogar weiter oben. Dann wird es der Hartl sein. Sehr gut. Okay. Das war das Rüstungsset von Tempelhüter. Genau, Tempelhüter. 45. Der Gewinner ist Hartl mit der 44, der auch dankenderweise seinen Charakternamen hinterlassen hat. So. Dann kommen wir zu meinem letzten Item, dem Skorpion TK-Vibro-Schwert. 16 Antworten. So. Und die Zahl ist die 24. Wir haben keine 20er. 24! Mehr ist es! Mehr ist es. Alright. Was? Ich hoffe, der schreibt. Ich habe den aber auf Discord. Da denke ich, dass er auch antworten wird. Oder ich gucke hier Warum denn? nochmal. Kannst du gucken, ob Medesis mit Z Ja. einen Kommentar Der geschrieben hat hat? schon. Ich schreibe dir das kurz über Discord, den Namen. Okay, gracias. Okay, thanks. Ich gucke hier nochmal kurz. Ah, top. Sehr gut. Dann waren das die Items meiner Seite aus. Ich glaube, da kann man sich nicht so beschweren. Generell sollte man sich bei GeoVoice nicht beschweren. Ich würde sagen, ich gebe das Wort direkt an Spezi weiter. Guck mal, eine halbe Stunde bis hierhin haben wir gebraucht. Meine Güte, die Zeit vergeht. Ja, du kannst direkt loslegen. Sag mir Bescheid, wenn ich den Zufallsgenerator losschicken soll. Sag welches Item, dann sag random Number, dann wähle ich die Number und fertig. Du kannst starten mit deinem Zufallsgenerator. Okay. Das Item ist übrigens Rüstungsset des ehrbaren Meisters. Die Falls du das wissen wolltest. 23. Die 23. Okay. 23. It's me, Brains. 2, 7. 44. Die 20 von Weißer Löwe. Die 22 von Finnur. Oh ja, okay, das ist Finnur. Er hat mit der 22 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch diesem Rüstungsset. Nice. Okay, dann würde ich sagen, direkt das nächste. Sag Bescheid, wenn ich es ziehen kann. Jojo, ich habe hier noch meine Excel-Tabelle, die muss ich noch ausfüllen, sonst vergesse ich. Ja. Sag Bescheid. Okay, ja, weiter geht's. Erst Rüstungsset des geduldigen Verteidigers. haben Haben wir eine 17 Leute. 63.
63. U63 von Nick Nock. Das scheint mir auch dann die Zeit zu sein, ja. Schon wieder jemand, der perfekt erraten hat. 63. Boah, Und da hat er auch krass. seinen Charakter hingeschrieben, okay. Hat er Glück gehabt. Ah, da, perfekt. 63 und sein Charakter heißt noch Knick, okay. Richtiger Verarscher. Ey, die haben alles so Glück, Alter. Habe ja auch schon zweimal bei mir gewonnen. Ja. Okay, weiter geht's mit dem Rüstungsset des Revanita-Beschützers. Das hast du doch auch, oder? 69! 69, geil. Ja, safe irgendwer. U70 von Svetor LXII. Was? Ixi. XI. Ja gut, ja, okay, das ist ja dann auch cool. Was? Oh Mann. Herzlichen Glückwunsch. Wir keine Ist einfach. 69 haben. Okay. Nächstes Item. Das nächste Item ist Rüstungsset des Heroes von Zedrock. Die 10. 10. So. 10, 10, 13. 10. Die 10 von Impact LP. Ja, gut. Nice. Da muss man auch gar nicht weiter gucken. Ja. Ist bearbeitet, also vielleicht hat er seinen Charakter hinzugefügt oder hat seine Gerade Entscheidung eben nochmal schnell eben. bearbeitet, ne? Aus dem Stream raus. Disqualifiziert. Ja, er hat auch schon mal gewonnen. Jetzt gewinnt er noch mein geiles Stark. GZ. Das ist so einer, dem gönne ich das auch. Er ist immer fleißig im Stream dabei, auf Discord. Komm, das gönnt Ja. man ihm doch. Okay. So, weiter zum nächsten Rüstungsset. Adjunta Pulse Rüstungsset. Einer meiner Lieblingsrüstungssets. Wollte ich nur mal so dazu sagen. Und wie Wenn ist du die es Zahl des jetzt sagst. Lebens? Wie ist die Zahl des Lebens? Die Antwort war ehrlich. 42. Oh, Krank. Schafir. Instant Schafir. Alter, er hat sich's verdient. Er ist auch immer fleißig dabei. Ja. Spielt auch oft mit. Seinen Char kenne ich schon, deswegen. Ist dann okay, ne? Also ich hoffe, Schafir wird auch so geschrieben, weil bei Score habe ich ja einen Fehler gemacht. Tut mir leid. Score. Also Schafesser. Ups. 42 und Schafir. So, das nächste Rüstungsset ist das aufgeladene Infanterie-Rüstungsset. Mit der 16. Der 16. Auf 16 Kommentare. Und mal wieder die 10 von Impact LP. Ah, Ivan 20 Finio 4. Ja, okay, dann scheint's von Fenua 100 zu sein. Gewinnt er schon wieder. Ja. Tatsächlich. So ein Geil. aufgeladenes Infanterie-Rüstungsset. Alter, gefühlt hören sich unsere Items gleich an, Alter. Du hast auch irgendwie Revanita und Infanterie. Das ist ganz komisch. Er hat die 20 genommen und sein Star hätte ich ja jetzt auch. Gut, das nächste Rüstungsset ist das ne, ist die ruhmreiche Leichenmaske. 45 wieder. 45. Ja. Die 47 von Nexan. Die 44 von Hartl. Ich denke, da kommt auch niemand mehr ran. Ja. Dann ist es die 44. Herzlichen Glückwunsch. Wem? Von Hartl. Okay. Er gewinnt Warte. jetzt doch, glaube ich, schon zum zweiten oder dritten Mal. Ja. Zweiten Auf jeden Mal. Fall. Menge Glück, der Typ. Läuft doch. Ja. So, weiter So. geht's mit dem nächsten Item. Kartell-Luxusschiff. Und das ist die 5. Die 5. Wow, okay. Sensei Goyo. Die 5. Mein Bruder? Impact LP schon wieder, Alter. Never.
Was Doch. macht der Typ, Alter? Was? Was macht der Typ? Was? Hä? Hat er Alter. nicht voll schon mit der 5 gewonnen? Nee, aber er regt, glaube ich, immer richtig, ne? Ja. Stark. Unglaublich. Stark. Er geht set. Naja. Dann lese ich weiter. Also, ich glaube, du bist Wahrsager vom Buch, ja? Impact LP. Doch, wie wäre Das es mit einer 86 wieder? Zum 86 dritten. Doppellichtschwert des anderen Peters. U88 Sensei Goyo. 86. Weißer Löwe mit seiner 70. Ja, ist leider höher. U86 von Nicknock. Ja. Alles klar. Viele Treffer, ne? Viele Ja, Treffer. 86 von Nicknock. Also Alright. ich glaube, das sind alles Wahrsager. Es gewinnen immer die gleichen. Das ist ja echt. Krank sind die einfach gut, ne? Ja. Und Leute, nicht vergessen, dranbleiben, wir machen noch ein Giveaway hier im Chat, ne? Irgendwie ein paar Millionen Credits, so, keine Ahnung, 10 von mir. So. Neun von mir. Lichtschwert des Seers Hüter ist auch eines der geilsten Lichtschwerter. Und? 87. What the fuck? 87, okay. Ja. Die 84 von Flynn. Bestimmt wieder die 86. Ne, scheint mir die 84 von Flynn zu sein, ja. Warte. Ja. Viel drunter, ja. 90 ist auch nicht dabei. Dann ist es Flynn. Happy Birthday. Herzlichen Glückwunsch. Du gewinnst bei mir jetzt auch zum ersten Mal. Naja. Einmal hat er glaube ich Ja. schon. Na, not sure. Bei dir hat er, glaube ich, Einmal die Druiden mindestens. Requisition gewonnen. Mal schauen. Ich Ja. weiß, dass er das gewonnen hat, weil P3 KP. ich das hier stehen habe. Okay. Okay. Weiter mit dem nächsten Item. Und zwar geht es jetzt langsam auch zum Ende. Okay, es geht noch ein bisschen weiter. H1K1 Druidenrequisition. Dreißig. Mit der 30. Ender Gamer fängt gleich gut an mit der 34. Ich glaube, das wird sein. Müsste eigentlich näher als 34 Ja. oder 27 Müsste sein. 6 und. Ja. Ja. Ist die 34 von Ender Gamer. Herzlichen Glückwunsch, seinen Charakter kenne ich auch. Das ist gut. Denn wer wird jetzt die nächste Tierführerlizenz gewinnen? Lass mich noch kurz die Zahl aufschreiben, okay. Nee. Nee, So, keine weiter Chance. geht's mit der Nexu Tierführerlizenz. Wer ist der Gute? 79, 79. U79. Da ist die 74 von The Daywalker. 246. Warte, Gut was? Ach dabei. so. Wir haben eine 75? Ja, genau. So, mal gucken. 80. Okay. Die 84 von Flynn. So. Okay. Oh mein Bei Gott, jetzt habe ich vergessen, 79 welche Zahl wir haben. wird's Ich glaube, ich habe 79. dem 79, 84. okay. 89, Ja. 79. Ja, 79. Okay, dann sieht es für mich. Ja, wir haben nur. Oh ne, die 80. Ja. Ja, dann ist die 80 von. Was? Plus-Schule? Plusscheule. Nee. Aber immer ein neuer, ne? Ja, herzlichen Glückwunsch zu deinem Atem, genau. Zu unserem Atem. ersten, zu deinem ersten Item bei uns. Atem. Genau. Das Erdelement. Feuer, Wasser, Erde, Und jetzt kommt. So, nächstes Item, nächstes Glück, es ist die 93.
Das ist Technoliten hier. Matrix Tuning. Mit der 93 ist Begann so. Metis. Oh ja, ich kenne ja, weil Safe hat wieder seine. Ja. Ja. Mit der 93 gewinnt dann Bogonzo. Ist auch ein, glaube ich, ein neuer Mate in unserer Gilde. Streamer sogar, ne? Streamt. Genau, streamt auch selber. Auch richtig nice. Heißt, er verdient sich das Technologen-Matrix-Tuning. Auf jeden Fall. Und sie geben ihm die Waffe. Tuning. Das Sechs. Gemini-Waffentuning 66. gewinnt mit der 66 U67 weißer Löwe. Nah dran. Sie Sie zeigen ihm nicht bräuchten überall eine stehen. 68 und ja, weißer Löwe, herzlichen Glückwunsch zu deinem, glaube, drittem Item. Bei mir hat er zweimal gewonnen. Ja, dann ist bei mir ist es, glaube ich, das erste Mal, genau. Dann Obsidian-Truppflair, man. So, Obsidian-Truppflair. Mein letztes Item auch. Und die Alright. Zufallszahl ist 27. 27, da liegt Endergame natürlich gut in der Nexan. Dann natürlich noch ein bisschen mehr dran. Wir haben eine 25 von Weißer Löwe. Heißt, wir bräuchten eine 29 mindestens und das war's. Ja, Weißer Löwe hat damit nochmal am Ende nochmal gewonnen. Nice, hat am Ende noch zweimal abgestaubt. Richtig nice. Ja, und das war dann auch alle meine Items. Ja. Insgesamt über 1 Milliarde waren wir, glaube ich, 1,2, 1,4 irgendwie so. Vor einer Woche ungefähr. Um dazu sagen. Ja, 1,5 Wochen. Wie die Items jetzt wert sind, kann ich nicht sagen. Ich gucke jetzt auch nicht jedes Item nach. Okay, alle Leute, die jetzt im Stream dabei sind, schreibt eine Zahl von 1 bis 100 rein, wenn ich jetzt geschrieben habe. Dann habt ihr 30 Sekunden Zeit, dann werden wir Stopp schreiben und alles danach gilt nicht mehr. Und dann wird eben genau auf welchem Wege der Gewinner ausgelost. Übrigens, ich gebe 9 Millionen dazu, ne? Neun. Du hast 10 gesagt, ne? Genau. Dann gebe ich 9, ja. Wollen wir für dich da nicht ein extra Giveaway machen? Dann gewinnen zwei Personen. Ja, okay, das machen wir erstmal so. Erstmal Dann scharf gebe ich aber Esser. auch 10. Erstmal scharf Esser, scharf Philo und Nicknock alle löschen, weil die schon gewonnen haben. Asmiu, was soll das? So, 15 Sekunden noch. Ungefähr. Ich habe ehrlich gesagt nicht auf die Uhr geguckt. So. 200 Jahre später. So. Scharfesser hat nichts gewonnen, das stimmt. Wie? Pech gehabt. Und stopp. Ich hoffe, er So. gewinnt es jetzt. Zufallszahl ist die 46. Ich glaube, damit hat sie Day Walker Ja. 246. Ja. Tut mir leid. Oh mein Gott, Scharfesser. Ich habe deinen Namen vergessen. Tut mir leid. Aber so Day Walker hat dafür jetzt, ist jetzt um 10 Millionen reicher. Bitte nochmal deinen Solange er Charakter. kein. Bitte nochmal deinen Charakternamen reinschreiben. Zur Sicherheit. Imperium, Tulakort. Also Imperium ist ja selbstverständlich, ne? Ja. Keine Spiel der Republik. Brüton, sag mir was. So, okay. Dann brauche ich eigentlich nur noch einen. Ja, warte. Medesis und Powderblue, den Charakternamen. Theoretisch. Weil ich habe die ja alle beide auf der Friendlist, das ist okay. Medesis habe ich dir geschickt auf Discord. Das ist Okay. Emilia. So. Paul der Blue kannst du ja so fragen. Ich gehe noch mal kurz die Items durch. Ganz easy. Ich muss euch mal was zeigen.
Was zum Teufel ist hier passiert? 300 Mio für die Brustplatte? Zum Teufel. So, okay, Vector und Colette, dieses Item, knapp 50 Mio. Sieht voll krass aus. Habe ich das selber? Nee, ne? Ich glaube, ich habe davon noch ein zweites. So, dann haben wir hier einen analogen Lastenheber. Finde ich nicht so geil, deswegen habe ich gesagt, komm, kann weg. Naja. Dann den umbaranischen Spinnenpanzer. Unheimlich geil. Über 100 Mio wert. Habe ich noch einmal auf Lager für mich. Und werde ich auf jeden Fall auch verwenden. Echt geil, Mann. Gebt euch das. Unheimlich geil. Eckley. Mega geil ebenfalls. Gerade 30 Mio zum Zeitpunkt des Giveaways beginnt. Etwas mehr. Aber auch mega geil aus Episode 2. Flickwerkschlinger. Nicht so mein Ding. 15 Mio gerade. Echt wenig. Ja, finde ich nicht so cool. Sieht eher nach Monster Hunter World aus. Dann haben wir diesen P3 KP Droidenrequisition. Sieht ganz cool aus, muss ich sagen. Alle Gewinner mal wieder eine geile Sache. Ich bin dann mal wieder raus. Auf Wiedersehen. Ciao. Ich glaube, da ist wer mad. Tschüss. Hafesser. Warum? 39 Mio. Boah, persönliche Kampfdroide. 100 Mio. Ich glaube, der ist vom Preis gestiegen. Ziemlich brutal. Finde ich ehrlich gesagt nicht so geil. Maske des eigensinnigen Kriegers. Müsste ich deine Items gleich auch nochmal kurz vorstellen. Eigentlich weiß nicht, ob wir das machen müssen. Oh, das ist gestiegen. Rüstungsset des erbaren Meisters. 690 Millionen. Was? Die Maske ist bei 5 Mio? Oh mein Gott. Okay, Maske ist, also Vollmaske des Wiedergeborenen. Malgus. 750 Mio. Gewand des schrecklichen Oberherrn. Liegt bei 500k, ist auch gesunken. Malgus, Geistermalgus, meine ich. 50 Mio ist auch immer mal wieder ganz cool. Kam im Halloween 2018, glaube ich, raus. 40 Mio fürs Infanterierüstungsset. Unheimlich geiles Set. Vor allem für Truppen. Aber es gibt das Bronzeteil davon, das sieht sogar noch geiler aus. Finde ich persönlich. Revanita Beschützer, wie gesagt, habe ich selber lange getragen. 45 Mio ist ein günstiges, ja, geiles Set, würde ich sagen. Günstig ist relativ natürlich. Dann haben wir das Tempelhüter-Set mit 150 Mio. Ist schon so ein richtig geiles Set. Kann man noch mit Färbemodulen richtig geil verwenden. Ihr seht, ich habe es selber drinne. So sieht es bei mir aus. Unheimlich geil. Ja, kann ich nur empfehlen. Und dann Scorpion-Ticker, Vibro-Schwert. 250 Mio, Leute. Verdammt, warum so viel? Ja, das ist damit jetzt doch das teuerste Item aktuell. Okay, Spitz, willst du auch noch irgendwas kurz Ich vorstellen habe oder? meine, ich hab meine Chats in den Chat gepostet. Was? Ich hab meine Items in den Chat gepostet. Jo. Du willst den Preis kurz durch, aber ich zeig dir alle gerade mal durch. Der Rüstungsset des erbaren Meisters liegt tatsächlich bei 690 Millionen. Das ist ganz ordentlich. Revanita Beschützer, das hast du ja schon gezeigt. Heroes von Zildrock ist gerade bei 40 Millionen tatsächlich. Rüstungsset des geduldigen Verteidigers ist bei 60 Millionen. Gerade sehe ich, da unterbietet mich einer. Okay, das muss ich gleich nochmal ändern. Als Schunterpolz Rüstungsset ist bei 355 Millionen. Alter, die Preise steigen einfach nur. Aufgeladenes Infanterie-Rüstungsset, auch richtig geiles Rüstungsset für einen Ja. Soldaten. Und genau das habe ich gesucht. Sick. Fuck. Okay. Sick. Kartell-Luxus-Schiff liegt bei 37,5 Millionen. Das Lichtschwert des Onderon-Hüters, also das Doppellichtschwert, ist bei 222 Millionen. Das sieht meiner Meinung nach ganz nice aus. Lichtschwert des Sias-Tüters ist bei 299 Millionen.
Ich habe jetzt über 2 Milliarden mittlerweile. Ja. Ja, das ist auch ein einfach unendlich geiles Rüstenset. H1K1 Druidenrequisition. Ja, man kann von dem Gefährten halten, was man will, aber ist nur 40 Millionen oder was heißt nur? Ist natürlich auch Geht noch. relativ. Nexo Tierführer Lizenz ist bei 100 Millionen. Auch ziemlich nicer Gefährte. Besser als diese ganzen Standardgefährten. Ruhmreiche Leichenmaske ist nur bei 3,6 Millionen, aber sieht an sich auch einfach geil aus, Was? also kann man sich auch nicht beschweren. Gemini Waffentuning ist bei 100 Millionen. Finde ich, sieht man jetzt bei so einem Lichtschwert nicht so krass, aber man kann damit ja alles anstellen. Technologen Matrix Tuning ist auch bei 100 Millionen. Finde ich, sieht schon beim Lichtschwert ein bisschen geiler aus. Okay, sieht man bei meinem Lichtschwert jetzt nicht so, aber bei manchen Lichtschwertern ist das auf jeden Fall geil. Und Flare Obsidian Trupp, da gibt es jetzt keine Vorschau für, aber das ist auch ein richtig nicer Flare und liegt auch bei 45 Millionen. Zeig dir mal Also noch das Handy. insgesamt, genau, insgesamt sind wir locker über 2 Milliarden mittlerweile. Manche haben ein bisschen mehr gewonnen, manche ein bisschen weniger, aber es war alles auch zufällig, also. 1,7 Milliarden als Guthaben insgesamt. Nee, das ist viel zu wenig. Also 100 Milliarden müssen mindestens sein. Oder Okay. 100.000 Kartellmünzen. Ich möchte das Video jetzt aber jetzt nicht zu weit schrecken, um ehrlich zu sein noch. Damit sind die Giveaways durch. Ich werde sie im Nachhinein losschicken, wenn ich die anderen beiden Namen noch habe. Ja, wir sehen uns im nächsten Stream, im Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen unter dem Video da. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Ihr werdet was verpassen, wenn ihr nicht abonniert. Es kommt viel Mist. Und viel geiler Shit. Auch ein paar Shorts demnächst auf YouTube. So richtig dummer Kack. Und ja, wie gesagt, auf Twitch auch gerne folgen, auf Discord. Der Link wird in der Beschreibung sein. Und ja, dann hoffentlich hat es euch gefallen. Wir machen einen 30 Sekunden Break, Ad Break und dann machen wir noch einen Raid. Vielen Dank. Wir sehen uns nächsten Part. Ciao. Gibt 30 Sekunden Ad, tanzt mal ein bisschen rum. Ich dachte erst, es liegt daran, dass ich im Mod bin, dass ich keine Werbung bekomme. Dann dachte ich, das liegt an meinem Adblocker. Dann habe ich festgestellt, als Abonnent kriegt man einfach keine Werbung. Das kriegt man von Twitch, ne? Dann Raid Channel, wir sehen Star Wars. Bye bye. Wen wollen wir raiden? Keine Ahnung, wer gerade online ist. Raide mich selber. Okay, da oben war irgendwer mit. Boah, 66 Views? Nee, Mann, irgendeiner, der wenig hat. Sind wir 18 Komm. plus, Alter. Was haben die? 3 Views hat er, ich glaube, den nehmen wir. Ja, okay. Naja. Okay, ich mach den Stream hier aus. Und dann sehen wir uns im Raid. Ciao.